1Live. Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, Freunde, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Und heute Nacht haben wir ein Thema. Und unser Thema heißt weibliche Sexualstraftäter. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die von Frauen sexuell missbraucht wurden. Denen Frauen sexuelle Gewalt angetan haben. Ich würde natürlich auch sehr gerne, wenn sich eine Täterin äußern möchte, auch mit Täterinnen sprechen. Also unser Thema weibliche Sexualstraftäter, unser Thema, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, die bekannte Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin, das ist die Inga und Inga ist 23 Jahre alt. Guten Morgen, Inga. Hallo, Domian. Du hast dich zu diesem Thema, das ja eigentlich auch ein großes Tabuthema nach wie vor in unserer Gesellschaft ist, gemeldet. Ja. Ich gehe davon aus, dass du betroffen bist. Ja, genau. Also meine Mutter hat mich sexuell missbraucht. Ja. Wie alt warst du da? Also die früheste Erinnerung, die ich habe, da war ich noch ein kleines Baby. Mhm. Und das ging so ungefähr, bis ich 11, 12 so war. Ja, also als ganz kleines Baby hat man ja keine Erinnerung. Ja, also das ist halt mehr so in Form von einer Art Flashback zu mir zurückgekommen, diese Erinnerung. Okay, gehen wir mal so in den Bereich der Erinnerungen, die dir ganz klar sind. Ja. Was hat deine Mutter mit dir gemacht? Also das sind halt, wie gesagt, so Bruchstücke. Ich habe das auch erst vor 3 Jahren wieder, ist mir das erst wieder eingefallen in der Klinik, als ich da zur Behandlung war. In einer psychosomatischen Klinik. Genau. Mhm. Also ich habe eine Erinnerung, wo ich mich nackt auf sie legen musste und sie war auch nackt. Mhm. Die letzte Erinnerung, die ich hatte, wonach das dann auch aufgehört hat, das war halt jetzt nicht so was ganz Krasses, aber sie hatten halt beim Gute-Nacht-Kuss ihre Zunge in den Mund gesteckt. Mhm. Und ich habe dann gemeint, hey, stopp, irgendwie. Und sie meinte dann, ja, sie wollte nur mal gucken, ob ich schon Erfahrungen habe. Da warst du 11, 12? Da war ich 11, 12, ja, genau. Ja. Und danach hat es aufgehört? Ja. Also, nun ist der sexuelle Missbrauch von Frauen an Kindern beispielsweise, soweit ich darüber gelesen habe, anders als der sexuelle Missbrauch von Männern an Kindern. Ja. Nämlich bei Frauen ist es subtiler, die Grenzen sind schwieriger zu ziehen. Man könnte ja auch sagen, na ja, gut, das war ein Akt der Zärtlichkeit, der mütterlichen Zärtlichkeit, dass sie dich so ja auf sich gelegt hat, aber das siehst du anders. Also ich habe halt, wie gesagt, so als ganz kleines Kind eine Erinnerung, da hat sie mich gebadet und hat mir ihren Finger eingeführt. Und also ich weiß nicht mehr, wie sich das für mich angefühlt hat. Ich habe halt nur noch dieses Bild und ich spüre das auch irgendwie, aber ich habe jetzt kein Gefühl dafür, für meinen Genitalbereich. Also ich spüre das Wasser und so weiter. Daran kann ich mich erinnern und ich kann mich auch an sie erinnern. Mhm. Ja, also das zum Beispiel hat sie eben auch gemacht. Ja, und es geht weit darüber hinaus, dass sie das Kind hat waschen wollen und ist eben mit den Fingern in diesen Bereich gekommen. Ja, also sie hat das ganz langsam gemacht und irgendwie... Mhm. Schon ziemlich bewusst. Also wie erklärst du dir, dass das dann aufgehört hat, als du in dem Alter von 11, 12 Jahren warst? Also ich glaube, es war immer so, in der Ehe mit meinem Vater war sie sozusagen sexuell unterversorgt, also der hat nicht mit ihr geschlafen. Mhm. Und sie hat dann kurz bevor das aufgehört hat, hat sie einen neuen Freund kennengelernt nach der Trennung von meinem Vater. Ach so, so ordnest du das ein? Und mit dem, ja, das ist mir auch jetzt halt erst so
eingefallen, also dass ich das, dass das da irgendwie einen zeitlichen Zusammenhang halt gab, weil mit dem hatte sie eine sehr ausgeprägte Sexualität, also von der sie mich auch, an der sie mich auch teilhaben lassen hat. An der sie dich teilhat nehmen lassen? Nicht nehmen, aber haben. Also sie hat mir erzählt von seinem Geschlechtsteil und wie das aussieht und wie er es nennt und. Das hat sie dir erzählt, als du Kind noch warst? Ja. Mhm. Wie hast du das empfunden, dass sie das getan hat? Das ist ja auch sehr merkwürdig, wenn eine Mutter das ihrem noch nicht mal pubertierenden Kind erzählt. Ja, also ich fand es halt eklig. Mhm. Und ich habe aber, also es war eigentlich immer so, dass ich so ihre beste Freundin irgendwie halt dargestellt habe, weil sie auch sonst keine großen Bekanntenkreis hatte oder so. Ja. Und ich war das halt gewöhnt, dass sie mir solche Details erzählt. Du bist heute 23 Jahre alt, sagte ich gerade. Ja. Und formulierst diesen heftigen Vorwurf, meine Mutter hat mich sexuell missbraucht. Mhm. Hast du sie mit diesen Anschuldigungen konfrontiert schon? Also, das lief ein bisschen andersrum. Ich habe das, als mir das in der Klinik eingefallen war, meiner großen Schwester erzählt. Mhm. Also ich habe noch zwei große Schwestern. Ja. Und die hat mir das halt, die glaubt mir das bis heute nicht. Und sie hat es mir versprochen, dass sie das aber nicht weitererzählt, sondern mir überlässt, wann ich das mit der Mutter besprechen will. Mhm. Und sie hat es ihr dann aber erzählt. Und dann war meine Mutter letztens bei mir. Mhm. Also wir hatten da noch Kontakt, den habe ich jetzt inzwischen wieder abgebrochen. Mhm. Und da kam das halt zur Sprache irgendwie, weil ich halt ihr gesagt habe, ich will nicht, dass sie mich anfasst und so. Und sie sagt dann, ja, deine große Schwester hat mir gesagt, du sagst, ich hätte dich sexuell missbraucht. Sie streitet es ab. Ja, sie sagt, sie kann sich das gar nicht vorstellen und sie ist doch nicht lesbisch. Und Ist sie empört, dass du das ihr vorwirfst? Nee. Nein. Nein, sie sagt nur, sie kann sich daran nicht erinnern. Mhm. Sie kann sich das nicht vorstellen, woher da diese Erinnerungen bei mir kommen. Ja. Wie deutest du das, dass sie so reagiert? Also, ich glaube halt, dass sie vielleicht auch in den Situationen, wo sie das gemacht hat, das irgendwie auch nicht so richtig da war, also dass sie das auch irgendwie abgespalten hat vielleicht. Mhm. Ist das vielleicht auch eher üblich, dass man, wenn Mütter so etwas an Kindern tun, dass man dann noch eher nach einer Entschuldigung sucht oder nach einer Erklärung? Nee, das glaube ich nicht. Mhm. Was meinst du, wie sehr diese Vorkommnisse dir und deiner Sexualität geschadet haben? Also ich glaube schon sehr. Also ich habe halt jetzt immer noch ziemlich schlimme Folgen irgendwie zu tragen, die ich auch damit in Verbindung bringe. Also ich bin seit 5 Jahren in Psychotherapie und auch in psychiatrischer Behandlung. Ja. Gehe jetzt bald in meinen zweiten Klinikaufenthalt. Mhm. Ich verletze mich selbst. Mhm. Also mit Schneiden und Verbrennen und solche Sachen. Und ich habe ziemlich starke Depressionen, nehme Medikamente. Mhm. Und mittlerweile wird diese Thematik auch angesprochen in der Therapie oder wenn du bei einem Psychiater in Behandlung bist. Ja. Hast du einen Freund schon mal gehabt? Ich bin lesbisch. Du bist lesbisch? Ja, ich habe eine Freundin. Hast du eine Freundin, ja. Mhm. Mhm. Und gelingt dir die Sexualität, so wie du das gerne möchtest? Oder hast du das Gefühl, verkrampft zu sein oder irgendwie Blockaden zu haben? Also was komisch ist, das ist irgendwie genau vertauscht bei uns. Also das ist so, ich habe irgendwie mehr Lust als meine Freundin. Mhm. Und ich habe dann manchmal das Gefühl, dass ich zu viel irgendwie von ihr fordere oder dass ich da eventuell bei ihr Grenzen überschreiten könnte. Aber da siehst du keinen Zusammenhang mit deiner Vergangenheit. Wer weiß es. Mhm. Vielleicht ist das sonst, keine Ahnung. Hast du in irgendeiner Weise über strafrechtliche Konsequenzen nachgedacht, dass du deine Mutter anzeigst? Nein, habe ich nicht. Also weil ich wurde von 15 bis 17 nochmal von einem Mann missbraucht und wollte den anzeigen dann danach. Mhm. Und die Anwältin hat mir halt klipp und klar gesagt, ja, keine Chance. Und ich war doch, also man kann das nicht beweisen und ich kann gar nicht genug Beweise bringen, um das vor Gericht durchzubringen und so. Und ich rechne mir da überhaupt keine Chancen aus. Also ich begreife gerade das, was du sagst, als eine besondere Tragik. Wenn du als Kind das hast erleiden müssen von deiner Mutter, hinnehmen müssen von deiner Mutter und das
dass du dann auch nochmal das Unglück hast erleiden müssen, nochmal von einem Mann missbraucht zu werden. Ja. Das ist ja eine Ballung, die, dann ist mir schon klar, dass du jetzt auch in so großen seelischen Problemen bist und in Behandlungen sein musst. Ja. Also ich glaube halt, dass das auch der spätere Missbrauch nur dadurch passieren konnte, dass ich das schon mal erlebt hatte. Also dass ich nicht gelernt hatte, mich zu wehren oder halt gelernt hatte, damit man mich mag, muss ich das mitmachen. Ach so, dass es quasi schon eine Vorbereitung gefunden hat durch das, was deine Mutter mit dir gemacht hat. Ja, genau. Mhm. Du bist aber zurzeit in guter, ich frage es nochmal, du hast es schon gesagt, aber ich frage es doch nochmal, in guter psychologischer Behandlung. Mhm. Das heißt, ich brauche dir jetzt kein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Nee, brauchst du nicht. Ja. Dann danke ich dir recht herzlich, Inge, für deinen Anruf und auch für das, was du erzählt hast, weil ich glaube, dass da viele Leute auch Schwierigkeiten mit haben, sich zu diesem Thema zu äußern. Vielleicht noch größere Schwierigkeiten, als wenn der Mann der Täter war, als wenn eine Frau. Ich danke dir sehr herzlich und wünsche dir alles Gute von Herzen und ein gutes Fortkommen, eine gute Entwicklung in der Therapie. Ja, darf ich noch jemand grüßen? Natürlich. Ich weiß, dass du es nicht machst, aber ich möchte gern mein Forum grüßen, und zwar das Courage-Netz-Forum. Ah ja. Und die Administratoren. Ja. Und das liegt mir am Herzen. Also das ist ein Forum, da geht es um sexuellen Missbrauch durch Frauen. Mhm. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich das vor 3 Monaten gefunden habe, weil ich habe nie im Netz vorher was darüber gefunden. Dann sagen wir das doch nochmal ein bisschen klarer. Ja. Wo genau findet man das? Also www.courage-netz, also Courage, eben wie die Courage und netz.de. Ist das ein Wort oder mit Minus dazwischen? Nee, das ist ein Wort. Couragenetz.de, www.couragenetz.de. Genau. Das ist doch ein guter Hinweis für alle Betroffenen. Ja. Recht schönen Dank, Inga, und alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss, Domian. 0800 220 50 50, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt zu unserem Thema Frauen als Täterin sexueller Gewalt, dann meldet euch oder meldet mir unter domian@wdr.de. Franziska ist hier und Franziska ist 39 Jahre alt. Hallo Franziska. Ja, hallo Domian. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Du hast dich auch zu diesem Thema gemeldet bei uns. Ja, genau. Warum? Warum? Weil ich im Alter von ungefähr 5 bis 6 Jahren von meiner Mutter sexuell missbraucht worden bin. Mhm. Das ging ungefähr so über 2-3 Jahre, also 2,5 bis 3 Jahre. Ja. Und später dann auch selber zur Täterin geworden bin. Fangen wir erstmal mit dem Kind Franziska an. Ja. Was hat deine Mutter mit dir gemacht? Daran kann man sich ja schon gut erinnern, was man so mit 5, 6, 7 erlebt. Also da habe ich zum Beispiel ganz klare Erinnerungen, wenn ich in meine Vergangenheit zurückschaue. Und du vermutlich auch. Was hat deine Mutter mit dir gemacht? Jetzt bin ich doch ein bisschen nervös, muss ich ganz ehrlich sagen. Fang einfach mal an und ich frage dann schon, wenn du nicht weiter weißt. Also das war so, dass meine Mutter damals anfing, mich zu berühren, wo man eigentlich normalerweise als Kleinkind denkt, das ist normal. Was hat sie berührt? Wie hat sie berührt? Ja, eben. Sie hat angefangen, dann meine Geschlechtsteile zu berühren und ist dann auch in mich eingedrungen. Also, in welchen Situationen hat sie das gemacht? Beim Baden, so wie wir es gerade gehört haben? Das oder? Das war unter anderem auch beim Baden gewesen oder wenn ich dann abends im Bett lag oder wenn wir auf der Couch zusammengesessen hatten, wenn wir da irgendwie Fernsehen geguckt haben oder irgendwie so in solchen Situationen war das gewesen. Ja, das heißt, sie hat dich gestreichelt und sie ist mit den Fingern in dich eingedrungen, in dich, das kleine Mädchen. Ja. Wie hast du das denn damals empfunden, als deine Mutter das gemacht hat? Ja, mit Widerwillen. Ja, mit Widerwillen natürlich, weil, ich frage es deshalb mal, es könnte ja sein, dass man vielleicht dann so denkt, das ist so normal, dass die Mama das mit einem macht. Aber du hast das damals schon als etwas empfunden, was nicht in Ordnung ist? Ja. Also ich persönlich habe das damals so empfunden, dass es halt nicht okay ist, dass es nicht in Ordnung ist und dass es nicht normal ist, wenn man das so als 5-, 6- oder 7-jähriges Kind überhaupt so bezeichnen kann. Ja, das, wenn man dafür überhaupt einen Ausdruck findet. Du sagst, sie ist mit der Hand oder mit einem Finger in dich eingedrungen. Ja. Was hat sie noch getan? Mit Gegenständen. Mit Gegenständen? Ja. Also mit Dildos, also kleinere Formate von Dildos war das damals zu der Zeit. Mhm. Ja. Und
Hat sie sich währenddessen auch selbst befriedigt? Das weiß ich nicht. Das kann ich wirklich nicht sagen. Also die Frage ist mir in der Redaktion noch irgendwie schon gestellt worden. Ich kann das wirklich nicht sagen. Wie hast du deine Mutter vor Augen, wenn du an die Situation denkst? Ich stelle mir vor, die Frau hat einen Dildo, was ja schon unfassbar ist, und führt diesen Dildo einem kleinen Mädchen ein. Wie hast du so ein Bild vor Augen? Hat sie vor dir gehockt oder hast du liegen müssen oder was ist das? Ich habe gelegen. Das Bild, was ich vor Augen habe, ist, dass ich gelegen habe. Und dass meine Mutter versucht hat, irgendwie zu der Zeit, mir es so gemütlich wie möglich zu machen, will ich mal jetzt so sagen. Also mit dem, was ich damals halt gern gehabt habe, irgendwie mir mein Umfeld irgendwie so angenehm wie möglich zu gestalten. Ich könnte mir vorstellen, dass man eben als kleines Kind, wenn ein solcher Gegenstand eingeführt wird, dass es auch mit großen Schmerzen verbunden ist. Ja. Du hattest Schmerzen. Ja. Hast du die Schmerzen deiner Mutter gezeigt? Ja, ich habe geweint. Du hast geweint. Und sie hat es trotzdem weitergemacht. Ja. Und sie hat es immer wieder gemacht. Ja. Zweieinhalb aus 3 Jahren ungefähr. Hast du damals in einer Familie gelebt oder mit deiner Mutter alleine? Nee, ich habe in einer Familie gelebt. Meine Mutter war verheiratet. Es gab also auch einen Papa in der Familie. Ja, aber der hatte Schichtdienst und der war halt relativ selten halt auch immer irgendwie zu Hause. Also meine Mutter wusste das damals anscheinend geschickt auszunutzen irgendwie, wann er halt da war und wann er halt nicht da war. Und du hattest Angst, so wie man das ja immer wieder auch bei Kindern hört, die von Männern missbraucht werden, du hattest Angst, das zu sagen, weil deine Mutter dann böse geworden wäre oder du vielleicht Angst gehabt hättest, dass sie dich nicht mehr so betreut und liebt und so weiter. Genau. Wie oft ist das vorgekommen in diesen vielen Jahren, in diesen drei Jahren? Sehr oft. Kannst du gar nicht benennen. Nee, das kann ich wirklich nicht benennen. Mhm. Also es ist sehr oft vorgekommen. Also ich habe, ich muss dazu sagen, es ist jetzt keine Entschuldigung, aber meine Mutter, die war damals, also sie lebt ja mittlerweile nicht mehr, sie war damals auch sehr starke Alkoholikerin. Und das kam ja damals auch zur Anzeige durch meinen Onkel. Ne? Ach, das ist rausgekommen? Das ist rausgekommen, weil sie hat wohl irgendwie in einem nicht ganz so lichten Moment meinem Onkel, also ihrem Bruder, davon erzählt. Mhm. Beziehungsweise hat, ich weiß nicht, was sie ihm erzählt hat, aber irgendwas muss da durchgesickert sein, dass mein Onkel damals irgendwie stutzig geworden ist. Ja. Und hat er halt bei mir nachgefragt und hat versucht, da irgendwie so ein bisschen was von mir rauszubekommen und war dann, und ich wollte halt auch nichts sagen, weil ich halt auch Angst hatte. Und ist dann zum Arzt mit mir gegangen und hat mich dann untersuchen lassen und damals beim Arzt ist dann halt rausgekommen, dass dann halt ein sexueller Missbrauch stattgefunden hat und daraufhin hat der Bruder Anzeige gegen meine Mutter erstattet. Heißt das, dass du dann auch aus der Familie rausgenommen wurdest? Nein. Das nicht. Was ist mit der Frau geworden? Meine Mutter, also es gab damals einen Prozess. Und meine Mutter hat damals in dem Prozess auch die Schuld zugegeben. Ach so. Und zu was ist sie verurteilt worden? 4 Jahre. Vier Jahre hat sie im Gefängnis gesessen? Ja. Und du bist dann weiter bei deinem Vater aufgewachsen? Ich bin weiter bei meinem Vater aufgewachsen und bin dann mit 16 aber allerdings schon ausgezogen. Ja. Also ich habe dann. Jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, das ist mir passiert, das hat meine Mutter mir angetan und ich bin selbst dadurch zu einer Täterin geworden. Ja. Was hast du gemacht? Also das war damals so gewesen, also ich bin ja damals mit 16 ausgezogen, war halt ein bisschen wild und verrückt im Kopf und wollte halt irgendwie nicht mehr zu Hause leben und bin in eine WG eingezogen, wo halt also nur Mädels gewohnt haben, wir waren damals zu viert. Ja. Und da war halt auch ein Mädel irgendwie, was wir halt irgendwie nicht so besonders leiden konnten und das haben wir ziemlich malträtiert, will ich mal jetzt so sagen. Also das auch hört sich vielleicht jetzt irgendwie ein bisschen platt an, aber damals war das so. Also wir, das heißt du mit den anderen zusammen? Ja, wir waren zu viert. Was heißt malträtiert? Im sexuellen Sinne auch? Das will ich mal eigentlich ausschließen, dass das jetzt eine Sexualstraftat war, sondern aber wir haben sie damals also ein Bekannter von uns, der hatte eine eigene Wohnung und wir waren mit deren ihrer Freundin, der war weg und sie lebte aber mit ihm zusammen und wir waren 2 Tage in dieser Wohnung mit diesem Mädchen. Und ihr habt sie gequält? Ja. Ihr habt ihr Gewalt angetan? Ja. Was habt ihr gemacht, genau?
Ja, wir hatten sie gefesselt, wir hatten sie ans Bett gefesselt gehabt und geschlagen oder mit Zigaretten verbrannt und also richtig Aggression und Wut rausgelassen. Du erklärst dir das im Nachhinein, dass du quasi das weitergegeben hast, was man dir angetan hat. Das ist, ich weiß nicht, ob das immer so leicht zu erklären ist, ja, dass man, wenn man selber irgendwie mal sowas erlebt hat, dass man das dann auch weitergibt. Es ist keine Entschuldigung, aber es ist vielleicht durchaus schon eine Erklärung, keine Entschuldigung. So wollte ich es nicht, gemeint haben. Ist dies einmal vorgekommen, dass du so etwas gemacht hast? Oder ja, das, was ich gemacht habe, das ist einmal vorgekommen. Bist du dafür bestraft worden? Ja. Zu was bist du bestraft? Also, ich habe 3,5 Jahre Jugendstrafe gekriegt dafür. Oh, da muss es aber schon sehr schlimm gewesen sein, was er mit dem Mädel gemacht hat. Ja, ich habe das auch vorhin schon erzählt, also ich habe 3,5 Jahre Jugendstrafe bekommen und habe 2 Jahre davon gesessen und der Rest ist zur Bewährung ausgesetzt. Also dieses Mädchen hat ja dich und euch angezeigt? Ja. Und das ist dann so ein Prozess? Also das heißt, nee, das war mehr oder weniger auch die Mutter, also weil es wurde ja dann auch eine Vermisstenanzeige damals erstattet, weil das Mädchen wurde ja logischerweise auch vermisst. Und nachdem die Mutter also dann mit dem Mädchen geredet hatte, als es dann wieder da war, dann wurde die Anzeige dann erstattet. Hat dieses Mädchen bleibende Schäden mit sich getragen, davon getragen? Also körperliche würde ich jetzt mal nicht sagen, aber seelische. Mit Sicherheit, ja. Todesängste ausgestanden wahrscheinlich damals. Wahrscheinlich, ja. 39 Jahre bist du inzwischen. Wie lebst du heute? Das ist auch irgendwie das Verrückte. Ich habe gerade eben so ein bisschen schmunzeln müssen, obwohl es irgendwie paradox ist, ja, weil meine Vorrednerin gesagt hat, irgendwie sie lebt jetzt lesbisch. Und es ist bei mir genau das Gleiche. Ja. Ich lebe jetzt seit 12 Jahren mit einer Frau zusammen und bin auch sehr glücklich mit ihr und bin auch froh irgendwie, dass sie mir auch die Ängste nehmen konnte. Vor Frauen und hast du das, was in der Vergangenheit passiert ist, hast du das für dich therapeutisch aufarbeiten können? Also sagen wir mal so, ich bin immer noch nach wie vor heute in therapeutischer Behandlung, nach wie vor, ja. Aber so ganz vergessen kann ich das alles immer noch nicht. Ja. Also da hängt immer noch irgendwie was nach und ich grübel in der einen oder anderen ruhigen Minute doch schon mal darüber, ob das irgendwie alles so richtig war. Ja. Aber es gibt halt Dinge, auf die konnte ich keinen Einfluss haben, auf das, was ich selber getan habe. Da hatte ich einen Einfluss darauf und habe es nicht geändert. Und du meinst, ob das alles so richtig war, wie du dich verhalten hast, oder was meinst du? Ja. Gut, was blieb dir als kleines Kind übrig? Naja. Aber das ist ja immer das habe ich so oft schon gehört von Opfern, die sich dann selbst Vorwürfe machen, hätte ich mich mal anders verhalten, was natürlich absurd ist. Du warst 5, 6, 7 Jahre alt. Wie kann man sich da auflehnen? Wer hat da den Mut gegen die Mutter? Die Mutter ist ja irgendwie so eine Übergestalt im Leben der meisten Menschen, etwas zu unternehmen. Ja, das ist schon richtig. Naja, aber mir geht's ja nicht darum irgendwie. Ich meine, klar, mir ist es schon mittlerweile klar, dass ich mich als Kleinkind irgendwie nicht hätte anders verhalten können. Aber das, was ich später irgendwie so mit 16 gemacht habe, da hätte ich schon... Das stimmt. Das ist das, was mir heute immer noch nachhängt. Franziska, auch dir recht schönen Dank für deinen Anruf und für deine Offenheit. Und dir und für dein Leben und auch deine Beziehung wünsche ich alles Gute von Herzen. Danke dir, Domian. Auf Wiederhören. Ja, ciao. Tschüss. Hier ist Uwe und Uwe ist 46 Jahre alt. Hallo Uwe. Ja, hallo. Ja, hallo Uwe. Du bist auch Opfer von Frauen, die sich sexuell an dir vergangen haben oder von einer Frau? Betrifft speziell meine Mutter. Ich will über den Täter nicht reden. Oder gut, er kommt auch mit zur Sprache. Also es betrifft speziell deine Mutter, aber die ist auch Täterin. Sie ist Täterin, ja. Ja, sie ist Täterin. Ne? Was ist also passiert? Ich bin Letztgeborener. Und meine Mutter hat sich immer ein Mädchen gewünscht. Das heißt, also... Wie viele Kinder waren da vorher schon da? 3, 2 sind davon tot. Ach so. Ja. Da ich letztgeborener Zwilling bin, ich erzähle das erstmal und begründe das dann auch, hat meine Mutter mich in den ersten 24 Stunden abgelehnt. Das heißt, ich musste Muttermilch von einer fremden Frau trinken. Sie hatte mich dann doch angenommen, weil ich doch Zwilling war und das auch nicht antun konnte. Jetzt muss ich mal fragen. Zwischen meinem Bruder und mir. Ich frage mal eben, damit ich es richtig verstehe. War das eine Zwillingsschwester oder ein Zwillingsbruder? Zwillingsbruder. Ist der früh verstorben oder bei der Geburt verstorben?
Nein, nein, ich habe zwei ältere Brüder. Ja. Ein Zwillingsbruder und ich. Und der Zwillingsbruder und ich, wir leben noch. Ach so, jetzt verstehe ich. Mhm. Meine beiden älteren Brüder sind verstorben. Sind die früh verstorben? Mein Ältester ist mit 46 gestorben. Ah ja. Angeblich an der Lungenentzündung, wo ich dran zweifle, aber das möchte ich hier jetzt nicht weiter ausbauen. Ja, aber die sind nicht als Kinder gestorben, das wollte ich. Mein zweiter Bruder, den kann ich nicht, den kannte ich nicht, da war ich noch nicht auf der Welt, ist mit 7 Jahren, wie meine Mutter sagt, angeblich in Leipzig in der Elbe ertrunken, obwohl sich das widerspricht, in Leipzig gibt es keine Elbe. Ja. Gut, ist in Ordnung, kann man auch davon halten, was man will. Kommen wir mal zu deinem Fall zurück. Also deine Mutter hat dich am Anfang abgelehnt. Sie hat mich abgelehnt. Ja, und dann? Wie gesagt, intuitiv habe ich sie als Kleinkind schon gefragt, warum ich mit Puppen spielen muss, warum ich in Mädchensachen gesteckt werde und mein Zwillingsbruder ganz normal wie ein Junge aufwächst, mit Autos spielen darf. Nur das kurze Mal am Rande erwähnt. Das heißt, deine Mutter hat dich, was ja merkwürdig ist, es sind zwei Jungs, den einen, sprich dich, Uwe, hat sie also als Mädchen behandelt und den anderen ganz normal als Jungen. Ja, allerdings nur bis zum 5. Lebensjahr. Ich ging dann im 5. Lebensjahr mal auf eine Jungentoilette in Leipzig und seitdem konnte sie das nicht mehr machen. Was hat bin aber dann auch nicht mehr in Mädchenklamotten gesteckt worden. Mhm. Was hat deine Mutter dir dann sexuell angetan? So, es ging, ich kann mich als zweijähriges Kind zurückerinnern, dass meine Mutter mich, ich habe sie auch zur Rede gestellt, da komme ich dann dazu, meinen Kopf zwischen ihre Beine, das heißt also sowas wie Oralverkehr, das habe ich dann auch vom Kleinkind an gemacht bis zum 22. Lebensjahr. Bis zum 22. Lebensjahr? Ja, weil ich war ja sexuell hörig. Also hast deine, das muss ich mal festhalten. Das heißt, du hast deine Mutter oral befriedigen müssen, von Kindesbeinen, Kleinkindesbeinen an, bis zu deinem 22. Lebensjahr. Ja, weil hat deine Mutter ist dich noch schlimmer. Und zwar, ich habe von ihr Kot und Urin zu mir nehmen müssen. Und das fing auch von Babybrei an, bis den Po ablecken, wo sie sich nicht den Hintern abgeputzt hat und solche Sachen und so weiter und so fort. Auch als 22er Jahre noch. Musste das dein Zwillingsbruder auch tun? Nein, er musste das nicht tun. Immer nur du. Ich war für meine Mutter das Mädchen zeitlebens bis zu ihrem Tod. Wann ist sie verstorben? Sie ist verstorben vor 3 Jahren am 24. Januar und der 24. Januar ist bald. Und an diesem Tag geht es mir sehr dreckig, obwohl ich sehr froh bin, dass meine Mutter tot ist. Warum geht es dir dann dreckig? Weil die Erinnerungen hochkommen? Ja, weil die Erinnerungen hochkommen. Hast du deine Mutter später angezeigt? Nein, weil ich sexuell hörig war. Ich komme aber noch dazu, es ist, sie war mit einem Täter befreundet. Es war ein Hausmeister in unserem Wohngebiet, wo ich als Kind gewohnt habe. Und er hat mich auch über ein Jahr sexuell missbraucht. Das möchte ich noch hinzufügen. Das heißt, du hattest beide zusammen haben mich sexuell missbraucht über Jahre. Ja. Das heißt, du hattest keinen Hilfepunkt in der Familie. Nein, keinen, überhaupt nicht. Du warst völlig ausgeliefert. Ja, natürlich. Hast du mit ich war als Kind sexuell hörig, wie gesagt. Ich war als Kind absolut hörig. Lass mich mal noch fragen, Uwe. Du sagst bis zu deinem 22. Lebensjahr, weil du hörig warst. Wie hat es dann und warum hat es dann geendet, als du 22 warst? Weil ich mit dem 22. Lebensjahr einen Nervenzusammenbruch hatte. Aber einen ganz schlimmen und ich war ein halbes Jahr im Krankenhaus. Und danach bist du nicht wieder zurück in die Wohnung gegangen? Doch, ich habe wieder bei meiner Mutter gewohnt, aber der körperliche sexuelle Missbrauch hörte auf. Aber die seelischen Beleidigungen gingen weiter. Bist du wie welchem? Zum Beispiel, ich werde nie eine Frau finden. Wie zum Beispiel, ich werde nie heiraten können. Solche Belästigungen habe ich mir anhören müssen. Gegenüber anderen, gegenüber einem Freundeskreis, hat meine Mutter gesagt, ja, der Uwe ist so ein lieber Junge und so weiter, ich kann es bald nicht mehr hören. Bis zu wievieltem Lebensjahr bist du bei deiner Mutter geblieben? Wie alt warst du, als du ausgezogen bist? Ich bin mit 25,5 ausgezogen. Ich habe meine jetzige Frau kennengelernt auf Annonce heimlich. Das heißt, du bist jetzt in einer Beziehung, in einer Ehe. Ja. Hast du selbst auch Kinder?
Ich habe zwei Kinder. Ja. Muss sagen, es hat irgendwie funktioniert. Weiß deine Frau von deiner grauenhaften Vergangenheit? Ja, das weiß sie. Ja. Hat es dir überhaupt dann, als du deine Frau kennengelernt hast, hat es dir Spaß gemacht, dich mit einer Frau zu beschäftigen, sexuell zu beschäftigen, nach all dem Grauen, was hinter dir liegt? Ich muss ehrlich gesagt sagen, nein. Hm. Hat sich das bis heute geändert? Das hängt damit zusammen, dass ich meinen Körper ablehne, dass ich meinen Körper eklig finde, mein ganzes Leben lang. Ja, das ist heute auch noch so? Das ist heute genau noch so. Ich bin seit mehreren Jahren in Therapien. Ja. Lass mich noch einen Ansatz fragen zu deiner Frau. Das heißt, die Sexualität mit deiner Frau hat dir nie Spaß gemacht? Nein. Bis heute nicht? Nein. Wieso? Ich habe nach der Geburt unseres zweiten Kindes, nämlich unserer Tochter, keinen sexuellen Verkehr mit meiner Frau mehr. Wir leben seit nunmehr 17 Jahren in einer platonischen Ehe. Und das funktioniert und ihr habt euch da arrangiert? Meine Frau leidet darunter. Muss ich ganz ehrlich sagen, sie leidet auch unter meinen Aggressionen, aber nicht gegenüber meiner Frau und meinen Kindern, sondern gegenüber mir selber. Ja. Sie leidet darunter, dass ich mich selbst verletze. Ja. Sie leidet darunter auch, dass wenn ich eine Frau sehe, die ähnlich wie meiner Mutter aussieht, assoziiere. Sie leidet darunter, dass ich, wenn ein Junge da so ähnlich wie ich aussieht, auch assoziiere. Verstehe. Weil ganz also, einfach deshalb, wo ich 15 Jahre alt war, mit meiner Mutter direkt, also eigentlich bis zum 22. Lebensjahr, mit Oralverkehr, mit Kot- und Urinalnahme auch Geschlechtsverkehr hatte. Mein Vater war schon lange impotent. Das war mit 15 Jahren ein Inzestkind unterwegs, was im dritten Schwangerschaftsmonat abging. Gott sei Dank. Mein Gott. Uwe, ich muss mal ein bisschen Luft holen. Das ist ja so unfassbar, was du da erzählst. Ja, ich muss aber dazu sagen, und das wollte ich vorhin schon am Anfang schon sagen, meine Mutter ich habe meine Mutter zur Rede gestellt. Nämlich am 22. Dezember, vor 4 Jahren, am 24. Januar vor 3 Jahren ist sie ja verstorben, kurz danach. Du hast sie zur Rede gestellt, was hat sie denn? Sie hat nichts bereut, ich habe von ihr eine Entschuldigung nicht verlangt, sondern erbeten. Wenigstens Entschuldigung, es kam keine Entschuldigung. Sie hat mir einen Kopf geworfen, dass ich für sie immer ein Mädchen war. Das heißt, du warst auch nicht stark genug oder wolltest es nicht, konntest es nicht, Anzeige gegen deine Mutter zu stellen? Nein, das ging nicht. Das bereue ich jetzt. Meine Mutter hätte eigentlich lebenslang verdient. Hast du deine Mutter? Meine Mutter hasse ich jetzt noch, ja. Ja. Und meinen Vater genauso, weil er alles geduldet hat. Hast du damals, als all das so schlimm lief in all den Jahren, hast du deinem Zwillingsbruder davon erzählt? Mein Zwillingsbruder weiß davon. Mein Zwillingsbruder leidet sehr darunter. Mein Zwillingsbruder hat auch einiges mitgekriegt. Er sagt es mir nicht direkt. Ach so, da ist auch was passiert. Ja, er sagt es mir nicht direkt, aber er hat es an meinen Verhalten gemerkt. Gab es denn so Situationen, dass ihr beiden Jungs oder als ihr dann auch schon, oder Kinder oder als ihr auch schon ein bisschen älter wart, dass ihr beiden mal so ganz geheim miteinander euch das Herz habt ausschütten können? Oder nein. Das wurde nicht. Das heißt, du hast das alles alleine tragen müssen damals? Ja, ich habe das aber erst, ich muss sagen, noch dazu, dass ich mein ältester Bruder ist 1994 verstorben, am 1. April. Ich habe ihm das eine Woche vorher anvertraut. Also wie gesagt, eine Verdrängung gab es bei mir nie. Und er hat mir gesagt, dass er Ähnliches mit meiner Mutter erlebt hat. Das heißt, ihr kommt aus einer Hölle. Also das erste und das letzte Kind wurde von meiner Mutter sexuell missbraucht. Am 1. April ist er verstorben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich leide sehr darunter, denn ich liebe meinen großen ältesten Bruder über alles. Das ist der einzige in der Familie, den ich liebe. Meinen Zwillingsbruder akzeptiere ich nur, muss ich ganz ehrlich sagen. Bist du, Uwe, bist du im Moment auch noch in einer Therapie? Ich muss sagen, dass ich seit 2000 in stationären Therapien täglich jährlich war.
dass es mir kurze Zeit hinterher besser ging. Mhm. Die letzte Therapie, die gezwungenermaßen in einer anderen Klinik erfolgen musste. Mhm. Also bist du dort wurde ich total retraumatisiert. Das heißt, also ich wurde runtergebracht. Ich stehe wieder am Anfang da. Ja. Ich möchte mal einen Vorschlag machen, Uwe. Das war jetzt so viel, was du erzählt hast. Das war so schlimm. Und das ist für dich wahrscheinlich auch ein sehr schwieriger Schritt gewesen, hier anzurufen und in aller Öffentlichkeit von deiner schlimmen Vergangenheit zu erzählen. Ich möchte mich aber entschuldigen, ich kann nicht ruhig sprechen, weil ich Hassaufhell spreche, weil das nicht anders geht. Nein, da hat jeder Verständnis für. Du hast das aber schon sehr, sehr klar erzählt. Und dass du das nicht noch anders kannst, ist völlig nachvollziehbar. Ich möchte Folgendes vorschlagen, dass wir das jetzt in der Öffentlichkeit hier abbrechen, weil das auch, glaube ich, auch sehr anstrengend für dich ist. Ja, das ist für mich anstrengend. Ja, ich möchte dir vorschlagen, dass du jetzt kurzerhand auflegst und das heißt meine Psychologin, dich zurückruft und dann nochmal, dann könnt ihr in aller Ruhe nochmal gemeinsam sprechen und auch das Gespräch ausklingen lassen. Also sie ruft mich gleich an? Ja, also sie ruft dich sofort an, das verspreche ich. Das ist in Ordnung, ich bedanke mich. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Danke. Auf Wiederhören. Ja, Telefon Nummer 0, 800, entschuldigt, das hat mich jetzt auch wirklich etwas angeschlagen. 0800 220 50 50. Und die E-Mail-Adresse domien@wdr.de und unser Thema heißt Frauen als Sexualstraftäterin. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, denen von Frauen sexuelle Gewalt angetan wurde, die von Frauen sexuell missbraucht wurden. 0800 220 5050. Weiter geht es mit Stefan und Stefan ist 41 Jahre alt. Hallo Stefan, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen Jürgen, Stefan ist mein Name. Ja. Was ist bei dir passiert? Was ist dir passiert? Ja, einerseits bin ich so mit ein bisschen Schamgefühl jetzt ein bisschen in der Leitung drin. Ich bin in den letzten 4,5 Jahren von meiner früheren Freundin sexuell missbraucht worden, vergewaltigt worden und auch körperlich, ich glaube, schon relativ heftig misshandelt worden Richtung schwerer Körperverletzung. Das habe ich jetzt gerade akustisch nicht ganz verstanden. Wie alt warst du da? Ich bin jetzt 41 Jahre alt und das fing an vor 4,5 Jahren. Vor 4,5 Jahren? Bist du von deiner damaligen Freundin sexuell missbraucht worden? Ja. Jetzt fragt sich jeder Mensch im ersten Moment, wie ist das möglich? Der Mann war erwachsen. Was ist genau passiert? Ja, wie ist sowas möglich? Ich stelle mir selber mal die Frage, warum ich nicht irgendwann mal gegangen bin. Das Ganze ist mal irgendwann entstanden, mal aus einer SM-Beziehung. Das heißt, kennengelernt und auch verabredet. Und die erste Verabredung lief letztendlich in die Richtung halt, dass ich dachte, ich könnte devote Neigung leben und ich sag mal so Richtung devot und dominant sein. Das kann beginnen von zart bis hart und letztendlich ist das darin geendet halt, dass ich letztendlich nur 10 Stunden lang wirklich verprügelt, misshandelt und wirklich auch gequält worden bin. Von deiner Freundin? Von meiner Freundin, ja. 10 Stunden? 10 Stunden am Stück, ja. Täglich? Nicht täglich, sondern beim ersten Mal verabreden. Ach so. Okay, da kann man noch sagen, das war so ein Deal zwischen euch beiden. Nee, das war kein Deal, sondern es ist keine Vereinbarung getroffen worden, wo Grenzen waren und ich hatte da keine Möglichkeit und als ich halt da war, hatte ich dann nicht mehr die Möglichkeit, wirklich mich da irgendwie dann gegen zur Wehr zu setzen. Wie lange warst du mit der Freundin zusammen? Erst 2 Jahre. Habe mich dann 7 Monate davon getrennt und dann unter anderen Voraussetzungen dann letztendlich wieder zusammen gewesen, 2 Jahre. Aber also insgesamt 4 Jahre? Also insgesamt fast 5 Jahre. 5 Jahre. Mhm. Und das Ganze war vor 4,5 Jahren, wie du gerade gesagt hast? Nee, das Ganze war das fing an vor 4,5 Jahren. Das Ganze hörte letztendlich auf. Ach so. Das Ganze hörte letztendlich auf vor ungefähr 6 Wochen von meiner Seite mit einer Strafanzeige halt bei der Kripo. Was hat sie in der letzten Zeit genau getan? Was hat sie in der letzten Zeit getan? Also sie hat im letzten Jahr, also im Jahr 2005, habe ich mir die Mühe gemacht, von meiner Seite mit ihr einen Psychologen aufzusuchen, um eine Art Traumatisierung bei mir letztendlich mit ihr selber auch zu besprechen, ich dachte mir halt, es könnte mir was bringen, es könnte ihr was bringen, irgendwie Erlebnisse. Erzähl mal, was sie gemacht hat. Was sie gemacht hat. Was sie jetzt im letzten Jahr noch gemacht hat, ist letztendlich mich gegen meinen Willen letztendlich sexuell zu nötigen. Was Nötigung noch heißt, oder mich auch zu vergewaltigen. Ja, wie hat sie das gemacht?
Das letzte Mal war im November, dass sie letztendlich morgens aufgewacht ist und mir unterstellt hätte, sie hätte tierische Lust auf mich. Ich habe gesagt, ich möchte das nicht und sie möchte mich bitte zufrieden lassen und überhaupt, ich bin gerade wach geworden. Hat letztendlich sich an mir festgeklammert, sich an meinem Hoden festgeklammert und hat sich dabei selber gemacht und später mich nicht losgelassen und sich auf mich draufgesetzt und mit mir versucht zu schlafen. Und in der Art auch das dazu benutzt, dann halt mich, weil ich wirklich, ich habe nur die rote Neigung oder so, mich angefangen hat zu schlagen, weil ich würde es ja toll finden. Mhm. Solche Sachen sind öfter vorgekommen. Immer wieder vorkommen. Das heißt, das war auch immer kombiniert mit handfester Gewalt. Das heißt, sie hat dich geschlagen. Das war nicht immer verbunden mit handfester Gewalt, aber regelmäßig. Mhm. Bekommt man, wenn man so zum Sex von einer Frau gezwungen wird, bekommt man da eine Erektion? Wenn es mit dem Einverständnis, mit dem eigenen ist, als Absprache, weil ich wirklich mal auf SM gestanden habe. Ja, okay, das ist klar. Mit Sicherheit, ja. Ja, das ist klar. Aber ich frage ja jetzt in dem Fall, wenn man eben nicht einverstanden ist. Nein, bekommt man nicht. Mhm. Ich habe es also im April letzten Jahres also erlebt, dass sie mit mir schlafen wollte, mich festgehalten hat. Und ich wie im Film dabei zugeguckt hat, dass sie versucht hat, ich sag das jetzt mal so schnöde, das ist aber so lustig, ist es gar nicht, wie es sich anhört, sie letztendlich auf mir rumgehoppelt ist, ohne dass ich eine Erektion hatte und sie es noch nicht mal mitgekriegt hat. Nun kann man ja ganz spontan fragen, oder das kommt mir jetzt spontan in den Sinn, warum hast du dir das gefallen lassen? Ich weiß es nicht. Ich denke mir einerseits, dass ich lange Zeit wirklich verliebt war in sie, warum auch immer. Ich weiß nicht, ob das als Ausrede jetzt psychische Abhängigkeit, ob Gewalt psychisch abhängig macht, ich weiß es nicht. Ja. Was würdest du sagen, in diesen viereinhalb Jahren eurer Beziehung, wie oft sind Übergriffe dieser Art vorgekommen? Ich nehme mal an, in der Zeit, das ist schwierig zu sagen, 30, 40 Mal. Mhm. Du hast deine Freundin angezeigt. Ja. Ja. Wie ist der Stand der Dinge? Ich war jetzt dreimal bei der Kripo, was auch hammerhart war, weil erstmal mir einerseits nicht so wirklich Glauben geschenkt worden ist am Anfang, weil ich bin wohl der erste Mann, der eine Frau wegen zweifacher Vergewaltigung, zweifacher sexueller Nötigung, schwerer Körperverletzung anzeigt. Das gab es wohl vorher nicht. Kurze Zwischenfrage, was war die schwere Körperverletzung? Die schwere Körperverletzung ist, dass sie mich bei unserer allerersten Verabredung vor 4,5 Jahren mich so sehr misshandelt hat, halt, dass ich am gesamten Körper Platzwunden, Hämatome und also fast 200 Hämatome und Platzwunden am gesamten Körper hatte. Das liegt aber dann schon sehr lange zurück. Das ist 4,5 Jahre her. So, die Polizei war erstmal irritiert und hat man sich gar lustig über dich gemacht? Nein, lustig gemacht überhaupt nicht, sondern man hat mir auch so gesagt halt, sie müssten halt mich auch mehrfach halt hinterfragen, weil es einmal selten ist, dass überhaupt ein Mann dazu steht halt, dass er von einer Frau misshandelt worden ist. Und natürlich auch sie mich so stark hinterfragen, weil wenn das Ganze dort bei der Kriminalpolizei selber halt nicht, wie soll ich das sagen, jetzt standhält, würde es vor Gericht mit Sicherheit auch nicht standhalten. Wie ist jetzt der ganz aktuelle Stand der Dinge? Dass ich noch einmal zur Kriminalpolizei muss, wo ich auch tierischen Angst vor habe, weil ich lebe das in dem Moment alles wieder von vorne durch. Und dass es dann wohl zur Verhandlung kommen wird, zur Gerichtsverhandlung. Ja. Wie ist dein Kontakt heute zu deiner ehemaligen Freundin? Wir haben bis vor ungefähr 6 Wochen zusammen gewohnt, haben uns aber relativ schnell getrennt. Ich denke mir auch, dass ich einen Teil auch umgedreht habe, weil ich angefangen bin in der Partnerschaft, die letzten 3 Wochen ein Maß an Gewalttätigkeit zu zeigen, weil ich sie mehrfach geohrfeigt habe. Ich weiß nicht, ob das damit was zu tun hat. Das ist eigentlich auch keine Rechtfertigung, keine Entschuldigung. Da bin ich mit Sicherheit selber verantwortlich. Wie hat sie auf die Anzeige reagiert? Ganz, ganz komisch. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Sie hat mir sogar das Angebot gemacht, sie würde mit zur Kriminalpolizei mitkommen und das eingestehen. Ach. Ich habe ihr das gesagt, das wäre ungefähr so, als wenn ein vergewaltigtes Mädchen leicht den Täter mitbringen würde. Das Ganze würde zur Farce werden. Ich glaube, es wirkt recht komisch, wenn man seine Freundin mitnimmt und ich sie anzeige, sie dann noch direkt noch bei der Kripo sagt, ja, das habe ich getan und das, ich stehe dazu. Ist das vielleicht irgendwie eine ganz merkwürdige Verschiebung der von
SM-Leidenschaften bei euch beiden? Habe ich gerade die Idee, dass wenn sie so drauf ist und du so drauf ist, dass das irgendwie, dass die Koordinaten sich da völlig verzerrt haben? Also ich weiß es von ihrer Seite her so, weil ich da, ich sag mal so, ich ein recht analytischer Mensch bin. Ich habe da auch versucht, mal nachzuhaken, dass sie letztendlich in ihrer Kindheit und auch in ihrer Jugend, also sich einerseits in der Kindheit mal mit 12 missbraucht worden ist. Mhm. Und danach auch immer wieder Männern, auch reiferen Männern angeboten hat, mit 14, zum Beispiel Männern, die 35 bis 40 Jahre alt sind. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass ihr das quasi jetzt eine gewisse Lust macht, im weitesten Sinne, dass sie eine Täterin ist und auch gerne dann die Situation vielleicht sogar genießt, bei der Polizei zu sitzen und irgendwann wie auch immer bestraft zu werden. Das könnte sein, darüber habe ich mir noch nie so in der Art Gedanken so gemacht, aber es hat was davon, dass es so sein könnte. Ja. Hast du vorher, vor dieser Beziehung, irgendwie schon mal ansatzweise so etwas erlebt? Nein, überhaupt nicht. Mhm. Ich hätte mir auch nie vorstellen können, dass mir sowas passiert in meinem Leben. Es gab nie die Situation bei diesen über 30, was du gerade gesagt hast, Vorfällen, dass du innerlich gespürt hast, ich drück sie weg oder ich wehre mich oder ich lasse es mir nicht gefallen? Also bei dem allerersten Mal, wo sie mich wirklich also absolut so wirklich massiv misshandelt hat, mich da aber sogar auch noch aufgenommen hat, so weil sie das so toll fand, da hatte ich wirklich ein paar Mal die Geschichte, dass ich mich wirklich zur Wehr setzen wollte und ich hatte Todesangst. Ich habe mich gar nicht einfach nicht geschafft zu wehren. Aber sonderbar ist ja, ich würde ihre Wohnung nicht lebend verlassen. Ja, aber sonderbar ist, so fing es an und dann warst du fast 5 Jahre bei der Frau. Ich kann es mir selber nicht erklären. Das ist auch diese Frage, wo ich mir immer natürlich wieder eine Frage stelle, wo liegt da also wirklich meine Mitschuld zum Beispiel. Aber ich sag mal so, wenn das so weit geht, dass also, mir von ihr zum Beispiel meine Rippe angebrochen worden ist oder solche Geschichten halt, dann denke ich mir, ja, ich weiß nicht, wo ist da Mitschuld und wo bin ich das Opfer, wo ist das Täter und wo ist die Täter, wo bin ich da mitschuldig, ich weiß nicht. Wenn ich allerdings an deiner Stelle, ein Mann von 41 Jahren, vor mir selbst, vor einem derartigen Rätsel stünde, wie du das hier jetzt vorgibst zu stehen, würde ich für mich aber ganz klar entscheiden, Stefan, mich psychiatrisch, psychologisch, psychotherapeutisch behandeln zu lassen, um mir selbst auf die Schliche zu kommen. Was ist da los mit mir? Also warum habe ich? Therapie mache ich seit 3 Jahren. Ach, das machst du schon. Und ich sag mal so. Und du machst du seit 3 Jahren und parallel dazu liefen diese Sachen. Mhm. Therapeut hat mir damals ziemlich heftig angeraten, mich von der Frau zu trennen. Mhm. Und ich habe dann diesen sehr, sehr schwierigen Weg halt gewählt, dass, ich sag mal so, in einer traumatisierten Situation, das mit der Partnerin, die dafür verantwortlich ist, gemeinsam aufzuarbeiten. Was offensichtlich nicht gelungen ist. Was offensichtlich mit Sicherheit nach hinten losgegangen ist. Darf ich dir auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten? Wärst du interessiert? Nicht wirklich, aber das Einzige, weil ich glaube, wir haben jetzt insgesamt in den letzten Jahren, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal miteinander gesprochen und ich habe nie um Autogramm gebeten. Das hätte ich gerne mal. Okay, dann legst du bitte auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar. Alles Gute, Stefan. Schönen Abend noch, danke. Dankeschön, auf Wiederhören. Hier ist Meral und Meral ist 29 Jahre alt. Hallo Meral. Hallo Domian. Ja, schönen guten Morgen. Hi. Unser Thema heißt... Krass, also meine ganzen Vorredner, ich sitze jetzt hier und habe Herzrasen und ich finde es krass, 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 ich gut, dass Frauen fähig sind. Ja. Wahnsinn, oder? Ja, natürlich, was man lange unterm Tisch gehalten hat und was lange nie thematisiert wurde. Was ist dir passiert, Meral? Ja, ich bin von meiner Mutter missbraucht worden. Wie alt warst du da? Und ich kann mich erinnern an eine Situation, in der ich vielleicht 4 oder 5 war. Mhm. Und wir haben gerne zusammen auf der Couch gelegen, wo sie sich zu mir gelegt hat. Und ich hatte erwartet, dass sie mich in den Arm nimmt. Und dabei hat sie eben begonnen, meine kindlichen Brüste oder was auch immer davon vorhanden war, zu berühren. Mhm. Und hat mich dann weiter gestreichelt und ist dann auch in Richtung meine Richtung meine Scheide gegangen, meine kindliche damals noch. Mhm. Und ich weiß auch, dass ich wahrscheinlich auch erregt war. Mhm. Und danach hat sie halt meine Hand halt so genommen, dann musste ich halt noch sie anfassen. Und ich muss
mehr weiß ich nicht. Also ich muss sagen, dass ich, also natürlich weiß ich mehr, aber von der Situation weiß ich nicht mehr. Da warst du, das ist so eine frühe Erinnerung, dass du ungefähr 4 Jahre alt warst. Ja. Wie oft oder wie lange hat sich das dann hingezogen, dass so etwas passiert ist zwischen deiner Mutter und dir? Oder dass deine Mutter das gemacht hat? Ich kann es nicht ganz sagen. Ich weiß, dass in meiner Kindheit verschiedenste Dinge passiert sind. Und ich habe ja noch 2 konkretere Erinnerungen. Dann kann ich mich erinnern, dass meine Tante mal gebeten hat oder einfach darum gebeten hat, dass ich an ihrer Brust sauge, obwohl ich da auch schon 6 oder 7 war. Und das würde ja schließlich jedes Kind machen und ob mir das nicht Spaß machen würde. Hat sie gesagt? Bitte? Das hat sie gesagt? Ja. Und in meinem Leben ist einfach sehr viel vorgefallen so. Also ich hatte eine Stiefschwester und einen Stiefbruder, die haben mich auch nachmittags betreut, als ich so 8, 9 war. Und mit denen habe ich regelmäßig Pornos sehen müssen und masturbieren. Und wer hat euch dazu gezwungen? Bitte? Wer hat euch dazu gezwungen? Ja, also das ist eben alles noch nicht so ganz erschlossen, weil es eben sehr viel ist. Und ich habe halt ganz gute Schutzmechanismen. Das heißt, ich schütze mich selber noch sehr gut. Ich kann irgendwie nicht viel klar sagen. Aber ich vermute mal, dass es insgesamt einfach so ein Weitergeben von einer gewissen Form von Liebesvorstellung war. Also Liebe gleich Sex. Ja. Wie alt waren die Geschwister damals? Waren die viel älter als du? Meine Stiefschwester war 5 Jahre älter. Mein Stiefbruder war 6 Jahre älter. Ja. Mit denen zusammen hast du Pornos geguckt. Ja. War die Mutter auch dabei? Nein. Nein. Das war immer ganz, ganz speziell geheim. Wurde dann auch was getan? Habt ihr ausschließlich geguckt oder wurden auch Handlungen vollzogen an euch gegenseitig? Ja, wir haben uns dabei auch stimuliert und das ist auch so, dass meine Stiefschwester Treffen für mich organisiert hat mit anderen Männern und da musste ich dann halt auch hingehen. Und mit denen hatte ich dann auch sowas wie Sex, weil Kinder wollen ja eigentlich keinen Sex. Weißt du, was ich gerade sehr erschütternd finde, ist, dass da so eine ganze Ballung um dich herum stattgefunden hat. Deine Mutter hat es gemacht, du erzählst von deiner Tante und dann von den Stiefgeschwistern. Ja. Glaubst du, ich frage jetzt mal, ist das vielleicht eine Spekulation, dass der Auslöser für diese pervers degenerierte Sexualität um dich herum deine Mutter war? Nö. Und das nicht? Nö, ich glaube einfach, dass es, also mein Stiefvater ist halt sehr sadistisch gewesen, hat uns auch alle immer geschlagen und es gab auch eine, ich weiß, dass er mich auch mindestens einmal missbraucht hat. Und ich glaube mal, dass das so eine verschleppte Störung war, die sich praktisch bis in unsere Familie hineingezogen hat und aber niemand die aufgearbeitet hat. Und bei mir war es dann auch noch, entschuldige, dass ich jetzt weiterspreche, war es dann eben auch noch so, dass ich nicht zur Täterin werden konnte. Ich habe einen jüngeren Bruder und als er praktisch in Anführungszeichen dran gewesen wäre, habe ich ihm halt in die Augen gesehen. Es war eine Situation, die hat sich so ergeben. Ich habe ihm in die Augen gesehen, ich habe diesen Blick gesehen, ja, dieses Erschrockene und diese weit geöffneten Augen, wie er mich angesehen hat. Ja, so, er hat mich so ganz unfassbar angesehen, weil er wusste, er ist gerade nackt und ich stehe vor ihm. Ja. Und er hat schon gesehen, ich will irgendwas machen und ich konnte nicht. Das heißt, du hast es nicht gemacht, du bist nicht zur Täterin geworden. Ich konnte nicht. Hast du sagst gerade, dass die Erinnerungen so schwer sind zusammenzubauen. Hast du eine Erinnerung, wann deine Mutter das letzte Mal einen Übergriff an dir durchgeführt hat? In welchem Alter du da warst? Also das letzte Mal hat sie mich geschlagen. Und das war eine ganz komische Situation. Also das war kein sexueller Übergriff. Da ging es ums Thema Rauchen. Da kam sie zu mir ins Bett und hat die Bettdecke hochgezogen, hat mich geschlagen. Und hat dazu immer wieder gesagt, ich habe dir doch gesagt, du sollst nicht rauchen. Und wirklich mit dem Handrücken, ich habe echt gedacht, ich werde nicht mehr. Wie alt warst du da? 14, 15. 14, ja. Und wann war der letzte sexuelle Übergriff? Kannst du das sagen? Nein, kann ich nicht. Also meine Erinnerung zufolge war das damals in der Kindergartenzeit. Lebt deine Mutter noch? Ja. Wurde je darüber gesprochen?
Ja, ich habe sie mal aus einem Wutanfall heraus, habe ich sie mal mit in die Therapie genommen. Also eigentlich habe ich sie angerufen. Dabei habe ich ihr dann alles vorgeworfen. Und dann hat sie das halt abgestritten, dass sie mich missbraucht habe. Und hat aber komischerweise zugegeben, dass mein Stiefvater ein großer Fehler in ihrem Leben war. Und was wiederum, was bedeutet das? Der Stiefvater war ein großer Fehler in ihrem Leben. Ja, was, was sagt uns das? Frag sie, keine Ahnung. Wie ist dein Verhältnis? Ich denke, dass sie vielleicht auch so gemerkt hat, dass das eher irgendwie, ich weiß nicht, was er mit ihr gemacht hat, ehrlich gesagt. Also da war ganz viel kaputt in dem Elternhaus. Richtig. Von allen Seiten war alles irgendwie nicht in Ordnung. Wie ist dein Verhältnis heute zu deiner Mutter? Gar nicht. Also ich hab, bin verheiratet, studiere und habe mein Abitur durchgezogen. Ich bin mit 16 da weg, ich bin einfach morgens aufgewacht und hatte halt den Missbrauch verdrängt, wie das oft so ist. Und hatte einfach nur so einen Gedanken im Kopf, dass ich jetzt gehen muss und wenn ich es heute nicht schaffe, dann schaffe ich es nie. Durch was ist, sind die Erinnerungen an den Missbrauch wieder plastisch geworden, bewusst geworden? Das war, während ich mit einer Frau zusammen war, wurde ich plötzlich super depressiv. Und außerdem war es auch noch so, dass ich Aggressionen gegenüber meiner Therapeutin hatte. Und die konnten wir nicht zuordnen. Und dann war es noch so, dass ich einmal nachts ganz erregt war. Und kennst du das, wenn man so feuchte Träume hat? Und ich habe da bei einer Freundin übernachtet und die hat mich gesehen und ich hatte wohl auch ein Lächeln auf dem Gesicht. Und die hat mich dann begrüßt, ja, guten Morgen, und hat Kaffee gekocht. Und dann sagte sie, wie hast du denn geschlafen? Dann sage ich, beschissen. Und dann sagt sie, ja, so sah das aber vorhin nicht aus. Dann habe ich gesagt, ich habe von meiner Mutter geträumt. Und dann gingen eben so Prozesse los, Denkprozesse. Und dann habe ich es irgendwann ganz stark vermutet. Und dann habe ich das Buch gelesen, Frauen als Täterinnen. Und habe im Internet viel gesucht und jetzt oute ich mich auch. Ich bin die Webmasterin von dieser Homepage. Habe diese Homepage gemacht. Von der wir gerade gehört haben? Richtig. Die, wir können das nochmal sagen, couragenetz.de war das, ne? Richtig. couragenetz.de. Du hast dich sehr viel mit dem Thema beschäftigt, auch intellektuell mit dem Thema beschäftigt. Ja. Wie erklärst du dir, dass diese Thematik Missbrauch von Frauen an Frauen oder an Jungs, an Kindern so lange und eigentlich nach wie vor noch tabu ist in unserer Welt? Also meine persönlichen Gedanken dazu gehen dahin, sind halt eher so, dass Mütter, das sind die Gebärenden. Ja, die Mutter ist diejenige, die dich aufzieht. Die Mutter ist das wärmespendende Wesen, ja. Die Mutter ist das tröstende Wesen, ja. Und in allen Kulturen werden die Mutterfiguren verehrt. In der Steinzeit wurde die Mutter Natur, da gibt's ja so Mutterfiguren und das ist einfach so ganz alt und das ist ganz tief in uns auch. Und du meinst, dass man drin, das, dass man das nicht beschädigen dass wir wollte? Das einfach nicht irgendwie auf die Reihe kriegen, ja, dass das für uns einfach so unglaublich ist. Das war ja bei mir genauso. Ich glaube ja, also in der Vorbereitung auf diese Sendung habe ich mir natürlich auch immer wieder diese Frage gestellt. Ich glaube, dass ein großes Verdienst der Frauenbewegung ist es gewesen in den letzten 10, 15 Jahren, überhaupt das Thema sexueller Missbrauch in die Öffentlichkeit zu bringen. Das ist ein großer Verdienst. Aber ich glaube, zur Ideologie der Frauenbewegung passte nicht, dass Frauen auch Täter sein können. Und ja, das stimmt. Und dadurch war dieser Bereich ganz ausgeklammert. Dieses verändert sich jetzt und Gott sei Dank sprechen Menschen darüber. Du hast darüber gesprochen und wir haben jetzt mit unserer Sendung auch hier in unserem Bereich mal einen Anfang gesetzt. Ja, das finde ich total klasse, dass ihr das gemacht habt. Also wirklich, das war für mich so anstrengend. Ich weiß nicht, wie es für dich war, aber ich ziehe alle Hüte vor dir. Ja, das ist echt klasse, dass... Ich hoffe, dass wir vielleicht auch ein wenig dazu beitragen, dass Leute, die jetzt ganz im Verborgenen irgendwo zu Hause sitzen, denen ein ähnliches Schicksal widerfahren ist, sich zum Beispiel an eure Seite wenden, um mit Gleichgesinnten zu sprechen, eben auch ihr Schicksal in die Hand zu nehmen, sich zu äußern und nach außen zu gehen und letztendlich dann auch entweder Anzeige zu erstatten oder in eine Therapie zu gehen und so weiter. Ich wäre froh, wenn wir da so einen kleinen Beitrag haben heute leisten können.
Liebe Meral, ich danke dir ganz herzlich. Wünsche dir von Herzen alles Liebe, alles Gute und auch viel Erfolg mit deiner Seite. Danke. Und verabschiede mich hiermit. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für uns von heute. In der Technik war Gundel Blendin. Morgen haben wir wieder eine freie Themennacht. Da könnt ihr mich anrufen zu jedem Thema. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet und um 1